Die Einladung war, mich mit der Sammlung hier des Kantons Nidwalden zu beschäftigen. Also von den über 17.000 Objekten der Sammlung habe ich mich auf die Größen konzentriert, also eine riesengroße Fahne, eine riesengroße Schnapsbrennerei. Das zweitgrößte Objekt ist ein Leichenwagen. Die habe ich sozusagen in eine Abfolge gestellt. Daneben gibt es natürlich andere Elemente, die sind nicht im Museum, die habe ich auf der Straße gefunden. Und da stelle ich die Frage, was von unserer Kultur kommt ins Museum und was kommt auf den Sperrmüll? So, und dann habe ich erstmal eine sehr große Flagge, eine Seidenfahne, die ist bemalt Gold für Gott und Vaterland, Siegen oder Sterben. Daneben habe ich ein Foto von mir aus dieser Gegend, vom Familienalbum genommen, habe das auch auf Stoff ausdrucken lassen digital. Das bin ich 1966 auf der Trübsee Alp auf einer Kuh reitend. Und als letztes Bild habe ich ein Foto genommen, das noch nie gezeigt wurde an der Wand, noch nie abgedruckt wurde. Das ist von dem sehr berühmten Fotografen hier aus Stanz. Das ist von Arnold Odermatt. Und das zeigt sozusagen jemand, der einen Alkoholtest macht. Also wie viel Promille er sozusagen in sich aufgenommen hat. Also eine Herausforderung ist sicher gewesen, den Spagat zu machen oder die Balance zu finden zwischen der Verständlichkeit für ein lokales Publikum, ein Publikum, was hier die Geschichte des Kantons Nidwalden in- und auswendig kennt, vielleicht auch die Objekte, und auf der anderen Seite ein Publikum anzusprechen, was nicht von diesem Ort ist, aber vielleicht die Welt der Kunstmesser kennt. Also sozusagen Kunstkennerinnen und Kenner und Leute von hier zusammenzubringen, das ist eigentlich der Wunsch der Ausstellung, dass die Leute beginnen, miteinander zu reden, einen Dialog zu finden und vielleicht von ganz anderen, anderen Orten herkommen, aber sich dann in dieser Ausstellung treffen können.